Herzlich willkommen bei Holzwerken TV. Gerade eben habe ich diese Schale in Schale gedrechselt. Was zunächst so ausschaut, als ob da zwei Schalen ineinander, passgenau ineinander liegen, etwas verrutscht gegeneinander. Wenn man genau hinschaut, dann sieht man, dass das aus einem Stück Holz gedrechselt wurde. Das funktioniert natürlich nur, wenn ich während dem Arbeitsprozess irgendwann die Achse kippe und dann die Schalen gegeneinander drechsle. Wichtig ist Folgendes, die kleine Schale, die sollte also hier am Rand, wo sie am weitesten aus der großen Schale herausschaut, gleich weit herausschauen, wie sie auf der gegenüberliegenden Seite in die große Schale eintaucht. Dann ist eine gewisse Balance vorhanden und dann schaut das Ganze auch ganz ordentlich aus. Ja, wie diese Schale jetzt hergestellt wird, das werden Sie jetzt in diesem kommenden Film sehen und ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Ja, der vorbereitete Klotz wird jetzt auf das Schraubfutter befestigt. Und festgezogen. Und dann kann es auch schon losgehen. Die Handauflage wird angestellt. Kurz überprüfen. Jawohl, noch ein bisschen zurück. Und jetzt läuft es frei. Zunächst mit einer moderaten Drehzahl im Bereich 400-500 Umdrehungen. Und dann wird die größte Unwucht zunächst mal abgenommen. Das Werkzeug wird von rechts nach links geführt. Ich bewege das Werkzeug auf der Phase, auf dem Werkstück. Und wenn das Werkstück dann rund ist, dann kann man mit der Drehzahl auch ein bisschen höher. Der Durchmesser wird mittels der vorbereiteten Schablone überprüft, also da kann noch ein bisschen was weg. So, in dem Bereich spielt jetzt die Oberfläche noch keine so große Rolle, weil das ja alles noch abgearbeitet wird. Das wird ja eine exakte Halbkugel, die wir da jetzt drechseln. Dann wird die Handauflage quer vor das Werkstück gestellt. Wir zeichnen jetzt den Durchmesser von dem Fuß auf. Der Fußdurchmesser wird wieder exakt auf das vorhandene Futter abgestimmt. Und dann kann man im Prinzip auch schon beginnen, das Werkstück zu gestalten. Wir arbeiten hier im Querholz außen. Das bedeutet für uns, die Bearbeitungsrichtung ist vom kleinen zum großen Durchmesser. Und wir sind hier immer noch bei der Grob. Vorarbeit. Also die Oberfläche spielt jetzt noch keine so bedeutende Rolle. Der Fuß muss in der Höhe so hoch gestaltet werden, dass wir später, wenn wir den Fuß wegnehmen, die Rundung komplett machen können. Also das muss man bei der Fußhöhe berücksichtigen, damit das uns da nachher ein Stück fehlt und wir dann an der Schalenunterseite eine Platte haben.
Und schab jetzt mit dem Meißel die Schräge für den Fuß. Das sind 15 Grad Schräge und ich habe an den Meißel diese 15 Grad Schräge angeschliffen und somit kann ich das also dann direkt genau auf das Werkstück übertragen. Die Gestaltung der Halbkugel ist zunächst einmal noch halb, also frei Auge. Und wir haben hier jetzt keine ganz genaue Halbkugel, wir haben ein bisschen mehr wie eine Halbkugel. Das heißt, wenn man also genau nachschaut, dann sieht man, dass sich gegen links, gegen die Fläche hin, der Schalenaußendurchmesser schon wieder etwas verjüngt. So, dann haben wir mal Kontrolle. Ja. Und die Feinarbeit wird jetzt nicht mehr mit der Röhre gemacht, sondern wir benutzen jetzt einen Schaber. Mit dem Schaber kann man eben sehr präzise, sehr genau arbeiten. Dann kann man also wirklich im Zehntelsmillimeterbereich Material abnehmen und noch präziser. Es ist jetzt also immens wichtig, dass es sich hier tatsächlich um ein Kugelsegment handelt. Das ist später, wird also über dieses Kugelsegment wird die Schale in der Achse verschoben und deswegen muss man da also immens präzise arbeiten, also mindestens im Zehntelmillimeter, also besser im Halbzehntelmillimeter Bereich. Wenn man das hinkriegt, dann hat man also einfach die besseren Karten. Es wirkt sich sofort also auf die Schnittstelle zwischen der Innenschale und der Außenschale, wirkt sich das aus, wenn ich da jetzt nicht genau arbeite. Deswegen muss man da also wirklich immer wieder überprüfen, kontrollieren und so lange hinarbeiten, bis die Schale wirklich einer perfekten Kugelform entspricht. Der Schaber wird deutlich unterhalb der Drehachse angesetzt, waagerecht. Dann kann man auch ungefährdet arbeiten. So, der mögliche Bereich, also was möglich ist, wird jetzt auch gleich geschliffen. Und je nachdem, wenn man die äußere Schale später sandstrahlt, reicht der grobe Schliff. Wenn man sagt, nee, das möchte man glatt lassen, dann muss man natürlich fein schleifen. Und auch hier wieder die Kontrolle, dass man also beim Schleifen nicht zu viel wegnimmt. Ich habe jetzt hier, sieht man genau, den Fuß gedreht und dann noch einen kleinen zusätzlichen Absatz. Der ist notwendig, damit die Schalenunterseite sauber und exakt später im Futter sitzt. Ja, wenn das soweit fertig ist, dann kann man die Schale vom Futter nehmen. Dann kommt der Schraubfuttereinsatz aus dem Futter raus und anstelle des Schraubfuttereinsatzes können wir dann die Schale einsetzen mit dem Fuß. Ich klopfe das ganz gerne immer ein bisschen an. Dann ruckelt sich das in das Futter ein und läuft dann präzise rund. Das ist also auch sehr, sehr wichtig. Ja, dann zunächst die Oberseite, die Fläche, plan gearbeitet. Wir sind jetzt im Querholzbereich Schale innen. Die
Schnittrichtung ist jetzt vom großen zum kleinen Durchmesser. Und ich beginne im Zentrum und höhle die Schale aus, ähnlich wie bei einer Zwiebel, einer aufgeschnittenen, halbierten Zwiebel, die ich Schale für Schale eben von innen aushöhle. Jetzt wird die Schalenwandung, die Wandstärke eingezeichnet, mal zwei, weil ich habe ja zwei Schalen, die ineinander liegen. Ich habe jetzt hier 12 plus 12 mm gewählt, also wir haben im unteren Innenbereich der Schale bis zu 24 mm Wandstärke. So wird die Schale Zwiebelschale für Zwiebelschale ausgehöhlt. Ich benutze hier in dem Fall eine 13 mm Schalenröhre, die ich im vorderen, im Spitzenbereich auf 60 Grad Winkel angeschliffen habe. Mit dem 60 Grad Winkel kann man gerade noch schneiden und ich komme dann eben unten sehr schön mit dem Werkzeug um die Kurve rum. Wenn ich das Werkzeug zu spitz anschleife, dann steche ich mit der Schalenröhre ein und komme nicht weiter. Ja, dann müssen wir mal die Tiefe messen, dass man Ahnung hat, wie weit man noch, wie viel man noch nehmen kann, wie weit man noch rein kann. Also in diesem Bereich sollte die Wandstärke schon gleichmäßig sein, aber da kommt es jetzt noch nicht ganz so drauf an. Wenn man da also 2 mm Differenz hat, dann ist das jetzt noch kein Beinbruch. Wieder die Tiefe messen. Die Werkzeugführung kommt komplett aus der Arbeitshand, also bei mir ist es die rechte Hand und die linke Hand hält das Werkzeug auf der Handauflage, gibt dem Werkzeug Dreh- und Angelpunkt und die Drehung und die Führung des Werkzeuges erfolgt ausschließlich über die rechte Hand. Ja, Kontrolle der Wandstärke. Nochmal ein bisschen nacharbeiten. Die Handauflage ist auch in die Schale reingestellt. Also die Handauflage sollte immer so nah als möglich am Werkstück sein, dass man einfach das bestmögliche Hebelverhältnis vom Werkzeug hat. Ja, dann kann jetzt
die Wandstärke der äußeren Schale angedreht werden. Ja, noch ist es nicht ganz so weit. Jetzt wird die Wandstärke der äußeren Schale angelegt. Ich drehe jetzt sozusagen in die Schale einen Falz mit etwa 3,5 cm Tiefe und die äußere Wandstärke der äußeren Schale wird jetzt auf 12 mm angelegt. Hier ist es jetzt immens wichtig, dass in diesem Bereich der äußeren Schale die Wandstärke exakt gleich ist, dass wir hier also keine großen Differenzen haben. Also wir sprechen hier vom 10. Millimeter Bereich, weil dieser Bereich der äußeren Schale wird später angeschnitten und man würde also sofort unterschiedliche Wandstärken bemerken. Damit man also da sehr fein arbeiten kann, benutze ich jetzt einen seitlich angeschliffenen Schaber. Mit dem Schaber kann man dann doch etwas feiner, etwas differenzierter arbeiten. Ich greife jetzt doch nochmal zu einer spitz und fein angeschliffenen Formröhre, 10 mm. Und da komme ich dann eben auch sehr sauber schön in die Innenecke rein. Den oberen Rand der inneren Schale, der ist leicht nach außen schräg abfallend, also wird leicht angeschrägt. Mal einen ganz kleinen feinen Spann. Und immer wieder die Kontrolle. Ich benutze hier sehr gerne elektronisches Messgerät. Das hat den Vorteil gegenüber einem 8er Wandungstaster, dass ich jetzt digitale Anzeige habe und tatsächlich wirklich also im 10. Millimeter Bereich genau ablesen kann, was Sache ist. Dass überall die gleiche Wandstärke ist. Und hier in dem Bereich müsste es jetzt doppelt so viel sein. Ich mache mal ganz bitte weg, da haben wir den Bereich noch
über 24 mm, das sind ja zwei Schalen ineinander, a 12 mm Wandstärke. Ja, also da hat jetzt nochmal ein bisschen was weg müssen. Ja, hier ganz unten im fast ebenen Bereich, da kann man das Werkzeug dann tatsächlich auch mal vom kleinen zum großen Durchmesser hin arbeiten. Aber man sollte auf gar keinen Fall zu weit in die Schalenwandung kommen, weil dort könnte die Röhre dann eben auch einhaken. Geschliffen wird mit dem Akkuschrauber und einem kleinen Schleifteller bei laufender Maschine. Da geht es am allerschönsten und am allerschnellsten. Und wir müssen jetzt innen schleifen. Alles, was wir jetzt nicht schleifen, müssen wir später umständlich von Hand machen. Ja, wenn der Fuß weg ist, haben wir keine Möglichkeit mehr, die Schale in irgendeiner Form auf der Drehbank zu schleifen. Auch hier sollte man sich Zeit lassen, sehr, sehr sorgfältig arbeiten. Ja, es ist immer wieder schade, wenn hinterher, wenn man merkt, die Oberfläche ist doch nicht ganz so zufriedenstellend. Es sind oft eine halbe Minute, vielleicht eine Minute länger schleifen und damit kann man dann die Sache vermeiden. Eine saubere Oberfläche. Ja, jetzt werden wir den Fuß abdrehen. Dazu benötigen wir eine segmentierte Planscheibe. Mit der können wir jetzt hier die Schale aufnehmen. Und da wir ein kleines bisschen über eine halbe Runde haben, sichere ich die Schale jetzt zunächst einmal anfänglich noch mit der Reibstockspitze. Das gibt einfach nochmal eine gewisse Sicherheit. Ja, und man sieht es sehr schön. Also der Fuß war durchaus notwendig, die Höhe des Fußes war durchaus notwendig, um jetzt die Rundung fertigzustellen. Ich habe lediglich ein ganz kleines bisschen Übermaß noch, aber das benötige ich eben für die Druckstelle von der Reitstockspitze, dass ich die auch noch wegkriege. Ja, das Gröbste ist passiert. Jetzt können wir den Reitstock auf die Seite schieben und den letzten kleinen Rest, den machen wir jetzt sozusagen ungesichert. Aber wenn das Futter ordentlich angezogen ist, dann wird da auch nichts passieren. Und jetzt wird hier die Halbkugel von uns perfekt gemacht. Hier in dem Fall brauchen wir jetzt ein sehr scharfes Werkzeug.
weil wir hier im Zentrum von dem Wegstück im Prinzip so gut wie keine oder gar keine Schnittgeschwindigkeit mehr haben. Und das müssen wir dann eben mit einem scharfen Werkzeug ausgleichen. Ja, nur ein ganz kleines bisschen ist Übermaß. Und dann kann der letzte Rest noch verschliffen werden. Ja, somit ist die Außenseite der Schale fertig. Und jetzt geht es an das eigentlich Spannende. Warum wir also eben auch uns die ganze Mühe mit dem exakten Rund gemacht haben. Ich montiere jetzt ein sogenanntes Kugelfutter, das ist also ein Stück Lindenholz, in die ich eine Mulde eindrehe. Die Mulde ist vom Radius her etwas kleiner als unsere halbkugelige Schale, so dass die Schale später nur am äußeren Rand aufliegt. So ist das perfekt. Jetzt messe ich gerade also nochmal, wie weit die kleine Schale in der großen drin liegt. Dieses Maß ist jetzt wichtig, das brauche ich, weil ich muss jetzt die Schale um das doppelte Maß, also wie die kleine Schale in der großen drin ist, um das doppelte Maß kippen. Und ich kippe die Schale über die Längsfaser des Holzes. Ja, wenn man also da reinschaut, dann sieht man das. Das wird über die lange Faser gekippt. Ich zeichne mir da zur Hilfe auch so ein kleines bisschen an. Und jetzt wird die doppelte Falztiefe auf die Außenseite der Schale abgetragen. Und kontrollieren kann ich das Ganze, indem ich jetzt hier von diesem Maß darüber gehe. Und wenn jetzt die doppelte Falztiefe dann an die Kante, an der gegenüberliegenden Kante anliegt, dann passt es. Ja, das kontrollieren wir jetzt einmal. Und dann sieht man sehr schön, ja, das läuft wunderbar auf der gegenüberliegenden Seite, läuft die Markierung raus. So ist es jetzt ideal befestigt. Zusätzlich noch, damit also beim Arbeiten, ja, also hier löse ich den Reitstock jetzt nochmal leicht. Ich verschaffe mir hier jetzt etwas mehr Platz zum Reitstock hin, damit ich da mit der Handauflage besser dazwischen komme. Nochmal klemmen, weil die Handauflage braucht ja auch ein bisschen Platz. Jetzt haben wir eben außen den Strich und ich mache jetzt innen auch noch eine Hilfslinie. Diese Hilfslinie, das ist für mich eine visuelle Hilfe, damit ich sehe, wie viel ich jetzt von dem äußeren Schalenrand zunächst einmal grob wegarbeiten darf. Ja, also ich darf jetzt natürlich mit dem Werkzeug nicht den Rand der inneren Schale berühren, weil das müsste ich dann alles wieder von Hand schleifen. So, hier wird mit Heißkleber eine zusätzliche Sicherung angebracht,
für den Fall, dass man mit dem Werkzeug doch einmal ganz leicht einhakt, dass sich da nichts verschiebt, dass sich da nichts verstellt, dass also diese Einstellung noch besser gesichert ist. Jetzt wird auch ersichtlich, warum die Schale im Außenbereich eine Kugelform sein muss. Nur mit der Kugel kann ich die Schale in jede Richtung, in jede Achse verschieben und bewegen. Jetzt wird zunächst der obere Bereich der äußeren Schalenwandung abgenommen, bis zu der Hilfslinie innerhalb der Schale. Ja, da sieht man das dann jetzt. Das ist jetzt sozusagen die Falztiefe. Die eine Hälfte der Falztiefe und jetzt außen ist die zweite Hälfte der Falztiefe. Zunächst einmal wird jetzt also außen der Falz angebracht. Das ist jetzt hier momentan noch ein bisschen die gröbere Arbeit. Ich benutze da jetzt auch ein schon gebrauchtes Werkzeug, weil hier in dem Bereich habe ich die Schale außen ja schon geschliffen. Das Werkzeug stumpft sehr schnell ab. Und deswegen also nehme ich jetzt da erst einmal ein gebrauchtes Werkzeug und später für den finalen Schnitt ein frisch geschliffenes Werkzeug. Hier in dem Fall habe ich jetzt eine scharf angeschliffene Formröhre, also scharf in Form von einem spitzen Winkel. Das Werkzeug ist etwa mit 40 Grad angeschliffen. Und ich darf jetzt hier tatsächlich nur den Rand der äußeren Schale bearbeiten. Also ich muss Obacht geben, dass ich nicht den Rand der Schale, der inneren Schale berühre. So, ja, jetzt ist etwas passiert. Das passiert, wenn das Material dann zu dünn wird, dann splittert es ab und deswegen empfiehlt es sich, da das grobe Material einfach mal mit einer Säge abzuarbeiten, weil wenn das unkontrolliert absplittert, dann kann das tatsächlich, da kann auch zu viel absplittern und kann also bis zu der inneren Schale wegbrechen und dann hätten wir eine Fehlstelle. So, also noch der letzte feine Rest, jetzt mit dem scharfen Werkzeug. Mit dem frisch geschärften Werkzeug. Und man muss da ein bisschen ein Auge dafür entwickeln, dass man sieht, wo man arbeitet. Das ist also nicht ganz einfach, weil da ja jetzt alles flattert. Und zur Kontrolle muss man das Werkzeug immer wieder mal anhalten und kontrollieren, wie weit man ist und wo noch Kleinigkeiten wegzunehmen sind. Ja, auch der Rand der äußeren Schale wird leicht schräg nach außen abfallend gestaltet. So, und der letzte kleine Rest, der muss von Hand geschliffen werden. Das kann man nicht bei laufender Maschine machen, weil man ja kein durchgehendes Material hat. Da würde man also mit dem Schleifpapier zu viel verschleifen und somit also die scharfen Konturen eher zerstören.
noch ein kleines Nacharbeiten der oberen Kante, damit die schön glatt und gerade wird, leicht schräg nach außen abfallend. Macht es mit dem Meißel. Der reagiert nicht ganz so aggressiv wie ein Schaber. Da kann man also ein bisschen feiner arbeiten. Und hier diesen Rand, den kann man jetzt von Hand schleifen. Wenn man vorsichtig arbeitet, kann man auch also die Maschine nochmal einschalten. Aber da ist eben Vorsicht geboten, dass man nicht die innere Schale mit dem Schleifpapier berührt, das würde sofort zu Schäden führen. Ja, die Außenseite der inneren Schale, das ist reine Handarbeit, da kann man also nicht bei laufender Maschine arbeiten. Feinere Schleifpapier und dann natürlich die Kanten noch brechen mit dem Schleifpapier. Wenn wir so weit sind, dann kann man den Reitstock auf die Seite schieben und durch einen leichten Schlag löst man jetzt die Schale aus dem Futter. Der Klebstoff, den nehme ich jetzt mit dem scharfen Taschenmesser weg und der letzte Klebstoffrest wird dann mit dem Schleifpapier entfernt und so entsteht eine Schale in Schale, ein interessantes Objekt und eine noch schönere Aufgabe. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und sage auf Wiedersehen in Holzwerken TV. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, so geben Sie uns doch gerne einen Daumen hoch. Hier unten können Sie auch gleich den ganzen Kanal von Holzwerken TV abonnieren, um nichts zu verpassen. Oder Sie bleiben am besten gleich dran. Hier links gibt es noch jede Menge gute Filme.